So, es ist Montag, der 5. Februar 2024, 18 Uhr. Damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Webinar Systematisch Tradingchancen identifizieren, das Finanznet Trading Depot. Mein Name ist Ingmar Königshofen und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr auch heute wieder so zahlreich mit in diesem Webinar hier dabei seid. Und gleich zu Anfang natürlich der Hinweis: Solltet ihr Fragen haben während des Webinars, sollte irgendwas unklar sein, dann meldet euch bitte. Ansonsten auch, wenn ihr möchtet, dass ich einen Rohstoff zum Beispiel analysiere, der euch interessiert, dann schreibt es gerne auch rein. Wie macht ihr das? Ihr habt auf der rechten Seite ein Bedienpanel von dieser Software GoToWebinar und dort gibt es die Rubrik Fragen. Dort einfach immer reinschreiben. Einige haben das auch gerade eben schon gemacht, wie ich sehe. Das freut mich natürlich und wie gesagt, sollte auch irgendetwas unklar sein während des Webinars, dann bitte jederzeit melden, damit ich dann natürlich auf die Fragen entsprechend auch direkt eingehen kann. Ja, ansonsten, bevor wir starten, natürlich wieder zunächst ein Blick auf die rechtlichen Hinweise. Das ist immer wieder wichtig zu betonen, dass sich hier dieses Webinar an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Finanzprodukten richtet. Es ist hier alles nur oder dient nur zu Demonstrationszwecken. Es ist keine Empfehlung, hier irgendetwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und wichtig, Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das total volles Risiko im Bereich des Knockouts im Falle von Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen, sowie das Ausfallrisiko des Emittenten. Und ganz unten sieht man noch, dass das Trading Depot ein Service der Finanznet GmbH in Kooperation mit mir ist. Und damit haben wir dann auch die rechtlichen Hinweise abgearbeitet. Wir können uns also jetzt wieder den Markt zusammen anschauen, beziehungsweise bevor wir das machen, natürlich ein kurzer Blick auf die aktuelle Situation im Trading Depot. Und da muss man sagen, ja, es lief in den letzten Wochen leider natürlich sehr, sehr schlecht. Die Performance letztes Jahr ist ja geradezu durch die Decke gegangen. Die Short-Positionen, die ich zwischenzeitlich eröffnet hatte, sind massiv in die Gewinnzone gelaufen. Ich hatte die Position dann ja auch verkauft. Dann gab es eine entsprechende Gegenbewegung und ich bin dann wiederum auf die Short-Seite gewechselt. Und das war, wie man jetzt sieht, natürlich bislang ein großer Fehler. Der DAX ist weiterhin deutlich angezogen. Wir stehen momentan knapp unter Allzeithochniveau. Und dementsprechend liege ich natürlich auch hier momentan auf der falschen Seite. Und das hat natürlich auch einen entsprechenden Effekt auf die Performance. Aber mir ist es immer wichtig, natürlich jetzt auch in einer solchen schlechten Phase aufzuzeigen, wie es läuft. Denn diese Phasen gehören eben nun mal einmal einfach dazu. Ich weiß, da draußen laufen viele, in Anführungsstrichen, Experten rum, die immer erzählen, wie einfach alles an der Börse ist. Lustigerweise zeigen die weder irgendein Depot noch irgendwelche Trades, sondern bieten Coachings an für teures Geld und zeigen aber, wie gesagt, nie, ob es selber gut gelaufen ist oder schlecht. Und bei den öffentlichen Auftritten, die ich zumindest kenne, sind die Performances grottenschlecht gewesen. Und dementsprechend ist es mir eben so wichtig, eben auch in einer solchen schlechten Phase natürlich das Ganze aufzuzeigen. Denn es ist dann eben nicht nur so bei euch, dass es solche Phasen gibt, wo es mal so aussieht, als ob jeder Trade gegen einen läuft, sondern das ist eben bei jedem Trader der Fall. Niemand kennt die Zukunft und genau deswegen geht es eben darum, langfristig an einer Strategie festzuhalten und nicht eben dann immer direkt alles über Bord zu werfen und zu denken, man wäre jetzt super schlecht und alles funktioniert nicht mehr, die Strategien klappen nicht mehr, sondern natürlich konsequent und konstant an diesen Strategien festzuhalten. Ich kann euch zumindest etwas über den Tellerrand hinaus natürlich mitteilen, dass ich letztes Jahr auch in meinem Daytrading, ich habe ja noch einen Daytrading-Service, den ich betreue, da hatte ich letztes Jahr auch eine Drawdown-Phase. Wir waren da zwischenzeitlich, insgesamt lief das brutal gut, sind dann aber etwas zurückgekommen in der Performance und jetzt kürzlich sind wir dann wieder auf neues Allzeithoch angestiegen. Also mir geht es nur darum, natürlich zu zeigen, dass solche Drawdown-Phasen einfach dazugehören und man muss da dann eben genau in solchen Phasen auch meiner Meinung nach zumindest an diesen Dingen auch festhalten und dann nicht immer sofort denken, das macht alles keinen Sinn und sich dann großartig nervös machen. Und ich schaue gerade nochmal, also damit ich dann auch die konkreten Daten mitteilen kann, wie es denn bei dem Trading-Service bei mir aussieht oder bei dem Day-Trading-Service. Der ist gestartet im Jahr 2020 und genauer gesagt am 4.6.2020. Also läuft noch nicht mal 4 Jahre. Das ist ein Day-Trading-Service auf den DAX und dort notiere ich aktuell mit der Performance bei 1168%.
Und warum ich das jetzt sage, dort gab es dann eben im November letzten Jahres ein Hoch bei 940% plus. Dann gab es eine ordentliche Drawdown-Phase. Wir sind wieder auf ungefähr 530% plus zurückgefallen. Und jetzt von diesen 530% innerhalb von einem Monat auf 1170% angestiegen. Also quasi hat sich das Depot hier innerhalb von einem Monat verdoppelt. Ich will nur damit sagen, es gehört einfach dazu, dass eben solche Dinge passieren und solche Drawdown-Phasen gehören einfach dazu. Ich kann das gerade noch mal ganz kurz hier nur aufzeigen. Gehört ja nicht hierhin, weil es eben kein Swing-Trading-Depot ist, sondern ein Day-Trading-Depot. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Es gab hier im November dieses neue Hoch bei 940% plus in etwa, dann diesen Drawdown. Und genau hier unten haben natürlich dann auch wieder einige gezweifelt, die gesagt haben, das System funktioniert nicht mehr. Aber da war meine Aussage eben genauso. Man muss in solchen Phasen an seiner Strategie festhalten, wenn diese zumindest einen statistischen Vorteil hat. Und was danach passiert, die Performance ist hier komplett explodiert und wir sind auf ein neues Allzeithoch in der Performance angestiegen. Und wie gesagt, innerhalb von kurzer Zeit konnte jetzt das Depot verdoppelt werden. Also das gehört dann eben dazu. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine nicht so schöne Zeit, das ist mir natürlich auch bewusst, gerade wenn man dann vielleicht zuletzt sehr happy war und vielleicht erst dann eingestiegen ist, als es eine gute Phase gab, dann kommt man direkt in eine Drawdown-Phase. Das ist mir natürlich klar, dass das dann nicht gerade der perfekte Einstieg gewesen ist, aber bei mir geht es zumindest immer um den langfristigen Erfolg und nicht jetzt darum zu sagen, ich war jetzt ein Jahr erfolgreich und höre dann auf oder zwei Jahre, sondern natürlich konsequent an diesen Strategien festzuhalten und immer wieder das Ganze zu optimieren, damit man natürlich möglichst langfristig zu den Gewinnern gehört. Und das ist ja ohnehin unfassbar schwierig, im Trading langfristig zu den Gewinnern zu gehören. Das schafft ja im Swing Trading, schaffen das nur ganz wenige. Und im Day Trading natürlich noch viel weniger. Da gibt es ja Zahlen teilweise von, gab es mal eine Studie von der Neuen Zürcher Zeitung oder in der Neuen Zürcher Zeitung, dass es nur ungefähr 1% der Trader schaffen, im Day Trading Geld zu machen. Also da sieht man eben, es ist ein unfassbar schwieriges Business. Das ist eben die Wahrheit, das gehört eben dazu, dass es dann auch solche Drawdown-Phasen gibt. Dementsprechend aber heißt es Mund abwischen und weitermachen. Ja, der Peter schreibt, der eben gezeigte Chart lässt sich genauso wenig überprüfen wie die Aussagen der diversen Coaches. Also das ist der Live-Chart sozusagen von meinem Depot in diesem Trading-Service. Wie gesagt, ich wollte jetzt da nicht zu lange drauf eingehen, aber ihr seht hier und da wird jeder Trade abgeschlossene Trades sieht man dann eben, wenn man hier draufklickt in dem Depot, wo auch meine ganzen Kunden natürlich hier drauf Zugriff haben. Also da sieht man dann eben die einzelnen Trades, wie das Ganze gelaufen ist. Also es ist alles transparent und nachvollziehbar. Aber klar, wenn man jetzt da kein Mitglied ist bei mir im Trading Service, dann bekommt man diese Trades natürlich nicht mit. Aber ihr seht ja, dass hier auch eine Trading Community sozusagen inbegriffen ist. Und dementsprechend wird da auch jeder Trade mitverfolgt. Hier gibt es nämlich diesen Diskussionsthread und da gibt es dann eben viele, viele Kommentare immer unterhalb der Tagesdiskussion, wo sich die Teilnehmer austauschen. Also das ist dann alles da einsehbar, wenn man sich das anschaut. Aber wie gesagt, das gehört hier nicht hin. Ich wollte es nur mal zeigen, dass eben solche Drawdown-Phasen einfach dazugehören. So, wollen wir loslegen und ich habe es eben schon gesagt, ich bin beim DAX und auch beim Dow Jones auf der Short-Seite unterwegs. Warum? Das liegt eben an verschiedenen Vorfiltern, die wir uns jetzt wieder zusammen anschauen wollen. Zunächst einmal blicken wir hier auf den Dekadenzyklus, also sehr übergeordnet. Auf der X-Achse seht ihr eben die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ganz rechts steht ja Jahr endet mit. Und wir sind dieses Jahr im Jahr 2024, also das Jahr endet mit einer 4. Das bedeutet, wir müssen unseren Blick hier in die Mitte in etwa richten, wo hier unten auf der X-Achse die 4 steht. Und dann sieht man, dass diese Viererjahre im Durchschnitt, und da haben wir einen Durchschnitt von 1897 bis 2020, dass diese Viererjahre tendenziell dazu neigen. Zunächst einmal gibt es einen Anstieg, dann eine Korrektur bis etwa Mitte des Jahres, wieder einen kleinen Anstieg, wieder eine Korrektur bis in den Herbst hinein in etwa, um dann anzusteigen. Also was sagt dieser Dekadenzyklus zunächst einmal aus? Wenn man sich diesen übergeordneten Vorfilter anschaut, dann sieht es zumindest danach aus, dass es dieses Jahr auf beiden Seiten Chancen geben könnte. Denn wir sehen ja, dass das durchaus volatil zugeht. Zunächst einmal ein kleiner Anstieg, dann wiederum eine Korrektur bis Mitte des Jahres, wieder ein Anstieg, wieder eine Korrektur und wieder ein Anstieg.
Also zumindest dieser übergeordnete Vorfilter zeigt dies eben an. Es könnte beide Chancen auf beiden Seiten geben und er zeigt an, dass es bis Mitte des Jahres eben durchaus ein Korrekturpotenzial gibt. Also am Anfang des Jahres zunächst einmal ein Anstieg und dann eine Korrektur bis in etwa Mitte des Jahres. Schauen wir als nächstes auf den US-Wahlzyklus und in diesem Fall dann auf den Dow Jones umgemünzt. Wie sieht das aus? Das wird dann eben unterteilt in die Wahljahre, in die Nachwahljahre, in die Zwischenwahljahre und in die Vorwahljahre. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, letztes Jahr haben wir natürlich immer über die Vorwahljahre gesprochen. Und wie sicherlich jeder hier weiß, finden dieses Jahr in den USA Wahlen statt. Also müssen wir unseren Blick jetzt nach ganz links richten, dort wo Election steht, also die Wahljahre. Und diese Wahljahre können wir uns dann nochmal etwas genauer anschauen, denn die sind sehr ähnlich ausgestaltet, wie wir es eben schon gesehen haben, bei dem Dekadenzyklus, zumindest mal bis Mitte des Jahres. Denn wie sieht das Ganze aus? Es soll bis Ende Mai in etwa tendenziell eine Korrektur geben und dann eine deutliche Gegenbewegung. Also auch hier, zumindest bis Ende Mai, sieht es danach aus, dass wir eine Korrektur im Dow Jones sehen könnten. Also neben dem Dekadenzyklus haben wir jetzt schon den zweiten Vorfilter, diesen Dow Jones Wahljahre-Vorfilter, der uns ebenfalls anzeigt, dass wir momentan die Short-Seite favorisieren sollten, zumindest mal bis Mitte des Jahres etwa, beziehungsweise Ende Mai, könnten wir eine gewisse Korrektur sehen. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter und gucken uns natürlich im nächsten Schritt auch noch die klassische Saisonalität an. Wie sieht die klassische Saisonalität für den Dow Jones aus? Da haben wir hier einen 20-Jahres-Durchschnitt und das auch top aktuell. Denn wir sehen, hier unten steht eben, das endet am 31.12.2023. Also es wurde gerade erst neu aktualisiert. Das ist also der Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Und wie sieht das aus? Hier sieht man eben bis Mitte März in etwa eine gewisse Korrektur. Also, wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, bei der klassischen Saisonalität nicht bis Mitte des Jahres ist man oder kann man von einer Korrektur ausgehen, sondern bis ungefähr Mitte, Ende März. Jetzt haben wir aber gesehen, der Dekadenzyklus zeigt abwärts bis Mitte des Jahres. Der Wahlzyklus zeigt abwärts bis Ende Mai. Die klassische Saisonalität zeigt abwärts bis in etwa Mitte März. Also spricht zumindest von diesen Vorfiltern einiges dafür, dass wir eine Korrektur am Aktienmarkt sehen könnten, die sich so über das erste Quartal zumindest erstrecken könnte. Das ist zumindest das, wo die Wahrscheinlichkeit aktuell erhöht ist, aufgrund dieser Vorfilter, die wir uns gerade angeguckt haben. Schaut mal als nächstes auf den Fear and Greed Index, den Angst- und Gier-Index in den USA, dann ist ja das für mich auch ein klarer Kontraindikator. Also, wenn die Marktteilnehmer ängstlich sind und wir dann in dem Bereich Fear and Extreme Fear sind, dann ist das eben ein potenzieller Long-Einstieg, weil die Marktteilnehmer sind dann sehr ängstlich und für mich ist das ein Kontraindikator, also würde ich mich eher auf die Long-Seite stellen. Jetzt sehen wir aber, dass das Sentiment im deutlich fortgeschrittenen Greed-Bereich, also im fortgeschrittenen Gier-Bereich liegt. Und das bedeutet wiederum auch kurzfristig, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Also zusammengefasst, nicht nur die verschiedenen Zyklen und Saisonalitäten, sondern auch das Sentiment zeigen mir zumindest an, dass wir kurzfristig eine Korrektur sehen könnten. Aber der Markt ist weiterhin brutal stark. Also man ist ja teilweise verwundert und reibt sich die Augen. Es wurde ja davon ausgegangen, dass die Zinsen gesenkt werden, stark gesenkt werden. Das wurde jetzt schon zum Teil wieder zurückgenommen. Und dementsprechend trotzdem verwunderlich, wie robust der Markt auf diese Veränderungen eigentlich reagiert, dass er kaum korrigierte, zwar zwischenzeitlich mal ganz, ganz kurz, aber auf mittelfristiger Sicht ist er weiter angestiegen. Und das ist natürlich schon wirklich sehr verwunderlich. Ähnlich sieht das dann von der Saisonalität auch aus für den DAX. Das wundert einen jetzt natürlich nicht. Wir hängen ja sehr an den US-Märkten. Und wenn wir uns eben das angeguckt haben und haben gesehen, dass wir im ersten Quartal da eine gewisse Schwäche sehen könnten, dann sieht das natürlich hier für die klassische Saisonalität beim DAX sehr ähnlich aus. Auch hier bis Mitte März in etwa kann man zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass hier eine Korrektur einsetzen könnte. So, jetzt haben wir also die verschiedenen Vorfilter, die hier ein relativ klares Bild geben. Und wenn man dann als nächstes in den Chart schaut,
dann sieht man zumindest eins, und das hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, der in den letzten Wochen und Monaten am Markt unterwegs war. Die 17.000-Punkte-Marke ist ein unfassbares Bollwerk als Widerstand. Der Markt kommt da nicht drüber hinaus. Wir haben zwar jetzt kürzlich dann nochmal ein neues Allzeithoch gesehen, aber nur wenige Punkte sind wir über das alte Allzeithoch angestiegen. Die Dynamik lässt deutlich nach jetzt, und nach oben hin scheint so ein bisschen Luft raus zu sein. Aber nach unten hin tut sich auch relativ wenig. Wir sind hier in so einer sehr engen Bandbreite, im Endeffekt zwischen ungefähr 16.800 bis 17.000 Punkte gefangen. Diese 200 Punkte, die schwankt der Markt momentan ganz langsam hin und her. Es gibt diesen Ausbruch nach oben nicht. Wir sind jetzt nicht massiv angestiegen, als wir auf ein neues Allzeithoch angestiegen sind, sondern wieder zurückgeplumpst. Also die 17.000-Punkte-Marke, das ist schon ein wirklich starker Widerstand. Und ich gehe aufgrund der verschiedenen Vorfilter eben davon aus, dass wir dieses letzte Zwischentief bei 16.800, dass wir das nach unten durchbrechen werden. Und dann wären meine nächsten Ziele bei 16.600, danach 16.400, 16.200. und schlussendlich 16.000 Punkte. Also das ist das, worauf ich aktuell weiterhin spekuliere. Aber man muss natürlich aufpassen, sollte jetzt hier nur Kraft gesammelt werden und der Markt steigt auf ein neues Allzeithoch an, dann kann das natürlich deutlich nach oben weglaufen. Da muss man natürlich aufpassen. Aber momentan sieht es zumindest nicht danach aus. Ich habe hier die Vorfilter aufgezeigt, plus eben der Tatsache, dass die 17.000-Punkte-Marke ein starker Widerstand ist, plus, dass dem Markt hier die Luft ausgeht, also oder sieht zumindest danach aus. Also es spricht momentan einiges dafür, dass wir hier eventuell eine gewisse Korrektur sehen könnten. Genau aus diesem Grund wurden ja auch Discount-Put-Positionen eröffnet. Und da vielleicht schon mal als kleiner Hinweis noch, ich hatte gerade gestern ein Webinar gehabt. Da hatten wir dann auch einen DAX-Trade vorgestellt in unserem Trading Insights Webinar. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann findet ihr dieses Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich kopiere den Link zu meinem YouTube-Kanal gerade nochmal in den Chat rein. Ist ja komplett kostenlos und da würde ich mich natürlich freuen. Sollte es euch gefallen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wie geht das? Bei mir steht hier Kanal anpassen und Videos verwalten. Da müsste bei euch dann abonnieren stehen. Da drauf drücken, die Glocke aktivieren, dann müsstet ihr auch immer die Information bekommen oder die Nachricht, zumindest wenn ihr eingeloggt seid mit eurem Usernamen, dass ihr dann auch eine Nachricht bekommt, wenn eben ein neues Video von mir hier veröffentlicht wird. Und ich lade hier die verschiedenen Webinare hoch, aber auch, wie man sehen kann, einzelne Trades, zum Beispiel Discount Put auf den Kakao, ein DAX Discount Put und so weiter und so fort. Also es werden auch viele Einzelanalysen hier veröffentlicht und es gibt natürlich auch Schulungswebinare, zum Beispiel zum Thema Discount-Optionsscheine oder auch zum Thema Knockout-Produkte. Denn ich habe gesehen und natürlich auch mitbekommen durch die Arbeit mit meinen Kunden, dass einige noch nicht genau die Unterschiede kennen zwischen Mini-Futures, Closed-End-Turbos, Unlimited-Turbos und so weiter. Und das findet man alles hier in diesem Webinar. Ich zeige auch nochmal auf, wie diese Produkte berechnet werden, was es beim Emittenten auf sich hat, wenn man solche Produkte auflegt und so weiter und so fort. Also das könnt ihr euch ja alles kostenlos anschauen. Und dann als kleiner Zusatz sei direkt noch dazu gesagt, ich starte in Kürze mit dem Anlagezertifikate-Depot, welches ich hier schon mal angesprochen hatte. Und zwar habe ich eben mitbekommen durch verschiedene Plattformen, unter anderem auch hier in diesem Webinar, dass großes Interesse daran besteht, auch Anlagezertifikate einzusetzen, also Bonuszertifikate, Discountzertifikate und so weiter und so fort. Und dazu werde ich hier kostenlos ein Anlagezertifikate-Depot starten. Da geht es dann nicht unbedingt nur um Performance, zu sagen, das muss jetzt die wahnsinnige Performance leisten, sondern mir geht es eher darum, aufzuzeigen, welche Produkte funktionieren wie, wann kann man die einsetzen und wie dann auch im Laufe der Zeit sich solche Produkte entwickeln. Dazu werde ich dann eben auch live die Trades direkt umsetzen in einem Echtgelddepot und aufzeigen eben, wie die Trades sich dann mit der Zeit entwickeln. Davon kann man aber dann natürlich deutlich profitieren, wenn man sieht, wie entwickeln sich diese Produkte während der Laufzeit. Und ich werde natürlich auch aufzeigen, wie diese Produkte funktionieren allgemein, wie die Auszahlungsprofile sind und so weiter und so fort. Und das wird es dann in Kürze alles hier auf dem YouTube-Kanal geben. Wie gesagt, ist ja ohnehin komplett kostenlos, also schaut es euch gerne mal an und immer auch gerne Fragen stellen, sollte irgendetwas unklar sein. So, jetzt haben wir den Aktienmarkt schon besprochen. Da, wie gesagt, bin ich weiterhin auf der Short-Seite unterwegs, wo ich ebenfalls auf der Short-Seite unterwegs bin, wo es aber bisher nichts zu holen gab.
Das ist der Kakaopreis. Da werde ich auch in Kürze nochmal eine neue Discount-Put-Position eröffnen. Eine Discount-Put-Position läuft ja schon, aber es wird noch eine weitere Position von mir eröffnet. Denn ich gehe schon davon aus, dass wir hier über kurz oder lang natürlich eine gewisse Reaktion nach unten mal sehen werden. Es ist unglaublich, wie der Kakaopreis hier nach oben wegzieht. Aber gerade bei Rohstoffen sehen wir solche Übertreibungen immer wieder mal. Wir haben das gesehen zum Beispiel auch bei Bauholz vor einiger Zeit. Da ist der Bauholzpreis quasi senkrecht angestiegen, aber dann auch wieder senkrecht eingebrochen. Das passiert eben ab und an, dass diese Übertreibungen stattfinden, aber dann auch entsprechende Gegenreaktionen erfolgen können. Das Problem ist aber natürlich immer im Trading und in diesem Falle natürlich dann auch bei Kakao, dass man nicht weiß, wann diese Gegenreaktion einsetzt. Dass sie einsetzt, ich will nicht sagen, ist sicher, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich wird es eine deutliche Reaktion dann nach unten geben. Problem ist, wieder mal das Timing, wann wird denn eine gewisse Gegenbewegung einsetzen? Aus diesem Grund macht es momentan Sinn, eher Discount-Put-Optionsscheine einzusetzen. Dann haben wir keinen Knockout und sollte jetzt der Kakaopreis weiter gegen uns laufen, dann knocken wir zumindest nicht aus. Und dann, wenn es diese Gegenbewegung einsetzt, dann sollten wir zumindest einigermaßen davon profitieren können. Ich habe heute mit einem Emittenten darüber gesprochen und da werden jetzt nochmal neue Produkte aufgelegt, denn die aktuell im Markt verfügbar sind, die sind mittlerweile auch schon wieder mehr oder weniger aus dem Geld und ich möchte gerne Produkte kaufen, die im Geld sind. Also da sollten in Kürze dann noch weitere Positionen folgen, neue Produkte auch vor allem erstmal emittiert werden. Aber es kann auch gut sein, dass die von mir zuletzt gekaufte Discount-Put-Position, dass die auch nochmal leicht ausgebaut wird und dann aber auch in anderen mit anderen Basispreisen und Floors weitere Käufe folgen. Also das sei schon mal dazu gesagt. Ich bin beim Kakaopreis weiterhin auf der Shortseite unterwegs. Und das liegt natürlich vor allem an den verschiedenen Vorfiltern. Wir gucken uns zunächst einmal die COT-Daten an, denn die sind meiner Meinung nach weiterhin als bearish zu interpretieren. Wir haben hier oben in schwarz abgetragenen Kakaopreis und hier unten in blau, das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Und die Commercials, das sind die großen Marktteilnehmer, die mit einem Rohstoff arbeiten. Also die großen Produzenten und die großen Einkäufer, die eben Kakao ja tagtäglich quasi nutzen. Und unten können wir dann eben diese zusammengefasste Position dieser großen Produzenten und der großen Abnehmer ablesen. Und die einzelne Zahl bringt uns natürlich nichts, sondern wir müssen mal sehen, wie es denn im Zeitablauf ausschaut. Und jetzt sieht man beispielsweise Mitte 2017, da waren die Commercials deutlich netto long positioniert. Was ist passiert? Es gab hier so eine gewisse leichte Seitwärtsphase und dann ist der Kakaopreis deutlich angezogen. Momentan sind wir auf dem Level von der Netto-Short-Positionierung, wo wir ungefähr 2020 notierten. Ja? Was danach passiert? Der Kakaopreis setzte deutlich zurück. Wir sind ungefähr auf dem Level von 2018. Was ist passiert? Kakaopreis zunächst deutlich angestiegen, dann gab es diese deutliche Gegenbewegung. Wir sind ungefähr auf dem Level von 2015. Was ist passiert? Es gab eine Seitwärtsphase, dann eine deutliche Abwärtsbewegung. Also alleine die COT-Daten zeigen nach meiner Interpretation schon an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein sollte. Dann schauen wir als nächstes auf das Sentiment und wir erinnern uns daran, was ich eben schon gesagt habe. Das Sentiment ist für mich ein klarer Kontraindikator. Also, wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, dann möchte ich mich eher auf die Short-Seite stellen, wenn sie bearish sind, eher auf die Long-Seite. Und wir sehen jetzt, dass die Marktteilnehmer schon seit einiger Zeit deutlich bullig sind. Also davon ausgehen, dass der Kakaopreis weiter ansteigen sollte. Und schaut euch mal Mitte 2022 an. Da ist der Kakaopreis zuvor deutlicher zurückgesetzt. Und was ist dann passiert? Dann kam es eben dazu, dass die Marktteilnehmer deutlich pessimistisch wurden und gingen davon aus, dass eben der Kakaopreis weiter fallen sollte. Dann aber gab es diese Gegenbewegung. Und nachdem es diese Gegenbewegung gab, dann auf einmal wurden die Marktteilnehmer extrem bullig und gingen davon aus, müsste weiter steigen. Aber daran erkennt man vielleicht auch direkt, dass es kein perfektes Timing-Instrument ist. Manchmal ist es das, zum Beispiel 2018, da ist der Markt hochgelaufen, Marktteilnehmer extrem bullig, Gegenbewegung. 2015, Kakao gestiegen, Marktteilnehmer bullig, danach gefallen.
Also manchmal ist es perfektes Timing-Instrument, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist nämlich aktuell der Fall. Die Marktteilnehmer sind jetzt schon über einen längeren Zeitraum extrem bullig, was den Kakaopreis angeht. Aber Kakaopreis zieht weiter und weiter und weiter durch die Decke. Heißt aber nichtsdestotrotz für mich als Vorfilter, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Also neben den COT-Daten zeigt mir auch das Sentiment, dass die Short-Seite hier zu favorisieren ist. Von der Saisonalität her haben wir jetzt bis in den Mai hinein eher so eine übergeordnete Seitwärtsphase. Das bedeutet also, es gibt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen. Also spricht es nicht dagegen, sich hier auf die Short-Seite zu stellen. Es wäre jetzt etwas anders, wenn wir jetzt hier Anfang Juni in etwa wären, dann wäre ich sehr vorsichtig, weil dann haben wir eine starke saisonale Phase, aber die haben wir zumindest hier übergeordnet nicht. Bis in Mai hinein haben wir eine Seitwärtstendenz und diese Seitwärtstendenz bedeutet jetzt nicht, dass der Kakaopreis dann weiter oder seitwärts laufen muss, sondern dass wir eben keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen haben. Da die anderen beiden Vorfilter mir anzeigen, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte, habe ich mich eben dazu entschieden, Short-Positionen aufzubauen. Aber man sieht natürlich, das war bisher komplett die falsche Seite. Aber warum habe ich sie trotzdem aufgebaut? Denn es kann natürlich schlagartig eine Gegenbewegung geben. Und wenn dann der Markt richtig wegzieht, dann kommt man teilweise nicht mehr so einfach da rein. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich. Deshalb wird von mir, von meiner Seite sukzessive in diesen steigenden Markt hinein die Short-Positionen aufgebaut. Und dann gehe ich weiter davon aus, dass wir hier eine deutlichere Gegenbewegung sehen könnten. Zunächst mal, das wäre jetzt nicht so deutlich, aber erstes Unterstützungsniveau wäre ungefähr bei 4.800, nächstes bei 4.600 und dann der Bereich um 4.300 und 4.100 in etwa. Das wären so die Ziele, auf die ich momentan spekulieren würde. So, ich gucke gerade mal ganz kurz rein. Ja, also Christoph schreibt, Kakao hat auch etwas mit schlechter Ernte und Pflanzenviren in Westafrika zu tun. Das kommt bei Ihnen nicht vor. Also natürlich habe ich diese News auch mitbekommen. Aber man muss ja immer sagen, jetzt kann man natürlich sagen, es war doch alles klar, denn es gab ja diese Nachrichten. Aber bitte macht euch immer klar, dass diese Nachrichten natürlich nachlaufend sind. Also das, was jetzt wir alle lesen, das ist jetzt keine Insider-Information, sondern das weiß jeder. Und man kann davon ausgehen, dass solche Dinge schnell im Markt eingepreist werden. Ja, das ist ja jetzt ja dann keine neue Nachricht. Also ihr seht das ja auch, wenn zum Beispiel um 14.30 Uhr Daten kommen in den USA, wie schnell das in den Markt eingepreist wird, diese Daten, die kommen. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden oder Millisekunden. Und dann zu denken, man liest jetzt eine Nachricht auf irgendeinem Portal, wo steht, was mit Kakao passiert, das ist ja alles nachgelagert. Wir handeln ja die Zukunft und diese Informationen, die wir da bekommen, die sind ja alle schon im Markt, sollten zumindest im Markt eingepreist sein. Also wer da jetzt meint, er hat da einen gewissen Vorsprung, weil er jetzt eine Nachricht auf irgendeiner Webseite gelesen hat, ja, dann kann man das meinen und kann man das ja auch handeln, aber diese Dinge sind schnell eingepreist normalerweise und dann kann es auch eine gewisse Gegenbewegung geben. Aber ich verstehe das, was geschrieben wird, weil das ist immer in solchen Phasen so. Wenn es natürlich sehr stark steigt oder sehr stark fällt, dann hat das immer mit Nachrichten zu tun, die wir dann irgendwann erfahren. Wir bekommen es dann irgendwann mit und dann denkt man, jetzt wüsste man, warum, wie, was passieren wird in der Zukunft. Aber das weiß man eben nicht. Es kann sich ja auch schlagartig auch viele Situationen wieder ändern. Die Nachfrage nach Kakao wird sicherlich abnehmen auf diesem Niveau. Man wird Substitute suchen, wie man das Ganze ersetzen kann, weil man irgendwann ansonsten natürlich viel zu teure Preise bezahlt für den Kakaopreis. Und dann kann es auch schnell eine gewisse Gegenreaktion geben. Und das muss einem eben klar sein. Also man hat ja jetzt ja keine Information, die jetzt kein anderer kennt auf diesem Planeten, sondern genau aus diesem Grund versuche ich ja die News auch mehr oder weniger auszublenden, denn ich schaue mir an, wie die großen Marktteilnehmer hier positioniert sind. Und könnt ihr ja sehen, Mitte 2022, da waren die Commercials netto long positioniert. Das war interessanterweise ja mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, als das Sentiment sehr negativ war. Da gingen die normalen Trader davon aus und die Privaten, dass der Markt weiter fallen sollte. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als die Commercials eine netto long Positionierung hatten. Was danach passiert? Der Kakaopreis ist komplett durch die Decke gegangen. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Nachrichten, die jetzt gerade geschrieben wurden, sicherlich nicht so wie aktuell. Also das ist natürlich alles immer sehr nachgelagert und man hat da jetzt keinen großen Vorsprung, wenn man diese Nachricht jetzt gelesen hat, sondern kann sich natürlich einfach damit auch erklären, warum der Markt zuletzt gestiegen oder gefallen ist.
So, jetzt eine Sekunde, ich gucke gerade noch mal nach den Fragen. Ja, der Christoph schreibt, weitere Anregungen, da Ihr Trading Depot ja bei Finanzen.net veröffentlicht wird, wäre es schön, wenn Ihre gehandelten Zertifikate auch bei Finanzen.net Zero handelbar sind. Kakao, Discount, Put gibt es nämlich bei den Emittenten, die bei Zero handelbar sind, nicht. Wie soll ich da ein DZ-Bank-Zertifikat handeln? Also genau, das ist dann eben dort nicht handelbar. Wie ja schon geschrieben wird, ein Discount Put, deswegen habe ich den ja auch von der DZ-Bank gewählt, weil es eben keine anderen Produkte gab. Also kann man das dann entsprechend nicht handeln oder man hat eben mehrere Depots. So mache ich es ja auch, dass ich nicht nur jetzt ein Depot bei Anbieter X oder Y habe, sondern verschiedene Anbieter nutze, um dann eben auch auf solche Situationen reagieren zu können. Was soll man sonst machen? Ich kann jetzt nicht sagen, weil dort ein Emittent nicht handelbar ist, kann ich diese Produkte nicht handeln. Das würde ja daran enden, dass ich dann sehr eingeschränkt wäre. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber ich handle über den anderen Broker Y, da sind die und die WKNs nicht handelbar. Wie soll das dann enden? Dann kann man irgendwann gar nichts mehr handeln. Also muss ich natürlich möglichst frei alles halten, also auch von Ihrer bzw. eurer Seite. Heißt also, dass man dann natürlich den Großteil zum Beispiel über Finanzen.net Zero natürlich abwickeln kann. Aber wenn es dann zum Beispiel einen Emittenten gibt, der ein Produkt anbietet, was dort nicht handelbar ist, dann muss ich ja zumindest aus meiner Warte, das sieht vielleicht jeder anders, aber auch die Möglichkeit haben, woanders zugreifen zu können. Und ohnehin macht es meiner Meinung nach sowieso Sinn, mehrere Konten zu haben, weil man dann auch schneller mal auf Situationen reagieren kann, falls es mal bei einem Broker kann man nur hoffen, dass es nicht passiert, aber falls es mal technische Schwierigkeiten gibt, man kann sich kurzfristig nicht einloggen oder, dass man auch die Möglichkeit hat, sich woanders einzuloggen und dann entsprechende Positionen zu öffnen. Also das ist dann aber in der Tat so, dass dieses Produkt dort nicht handelbar ist und ich handle das dann eben entsprechend über andere Broker. Dazu vielleicht auch noch ganz kurz, ich kopiere gerade mal einen Link rein zu Finanzen.net Zero. Wer dort noch kein Konto eröffnet hat, kann das natürlich nachholen und es macht natürlich Sinn, weil man dort, gerade wenn man viel handelt, viel Geld sparen kann, denn man schafft es so, bei Zertifikaten und Optionsscheinen entsprechend die Transaktionsgebühren unter anderem auch auf Null zu setzen, ab einem gewissen Volumen. Also das kann man natürlich machen und mache ich auch so, das nutze ich, damit ich eben entsprechend auch viel, viel Geld sparen kann, denn ich habe es vielleicht hier auch schon mal gesagt, bei mir gibt es Tage mit mehreren Hunderten bis hin zu über 1000 Transaktionen am Tag. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde alleine irgendwo 5 € bezahlen, dann wären das schnell 5.000 €, die da am Tag alleine an Transaktionsgebühren anfallen würden. Also macht es natürlich Sinn, solche Möglichkeiten zu nutzen, damit man eben dann die Transaktionsgebühren auch auf Null setzen kann. Oder aber wenn man ein ganz, ganz kleines Stück Zahlen handelt, dann zahlt man, glaube ich, 1 € entsprechend als Mindermengenzuschlag. Da steht es ja auch. Also das ist ein super Angebot. Und den Link dazu habe ich euch gerade auch nochmal in den Chat reingestellt. So, dann. Ja, klar, Christoph, gerne. So, dann die Frage, wie es denn bei WTI weitergehen könnte. WTI ist potenziell ein Markt für mich, für die Long-Seite. Hatten wir, weiß ich nicht, vielleicht beim letzten Mal schon darüber gesprochen, denn der WTI-Rohölpreis ist zuletzt in eine wichtige Unterstützungszone eingetaucht. Dann habe ich leider den Einstieg verpasst. Der WTI-Preis ist dann deutlich angezogen, kommt jetzt aber gerade glücklicherweise nochmal zurück. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier in Kürze sehr wahrscheinlich eine Discount-Call-Position aufbauen. Denn wir sind hier in einem, erstens in einem wichtigen Unterstützungsniveau. Das zieht sich von ungefähr 65 bis 75 US-Dollar, vor allem aber von ungefähr 68 bis 75 haben wir eine deutliche Support-Zone schon aus der Vergangenheit, wie man sehen kann. 2022, 2023 ist der WTI-Rohölpreis hier oftmals wieder nach oben weggedreht. Also alleine schon aus charttechnischer Sicht ist das durchaus interessant, sich hier die Long-Seite mal anzuschauen. Und wenn wir dann als nächstes nämlich auf die Vorfilter schauen, dann gucken wir mal, wie das aus dieser oder von dieser Seite her aussieht. Und wir fangen wieder an mit den COT-Daten. Und dann schauen wir uns natürlich auch das Sentiment und die Saisonalität an. Also müssen wir ganz kurz warten, bis das hier geladen hat. Und jetzt ist es soweit. Und wir sehen, dass die COT-Daten zumindest für mich bullig zu interpretieren sind. Warum? Zuletzt gab es ja von ungefähr
wann war das? September 2023 eine gewisse Abwärtsbewegung beim WTI-Rohölpreis. Das könnt ihr hier oben in schwarz sehen, in der schwarzen Linie. Ich fahre das gerade mal ab mit der Maus. Also hier ist der WTI-Rohölpreis gefallen und in der gleichen Zeit haben die Commercials ihre deutliche Netto-Short-Positionierung wieder abgebaut. Und wir sind jetzt bei ungefähr minus 200.000 Future-Kontrakten. Das ist auf dem Level, wo wir Mitte 2023 notierten. Was danach passiert? WTI-Rohölpreis ist deutlich angezogen. 2018, 2019 waren wir noch nicht mal so weit wie aktuell mit der Netto-Short-Positionierung, sondern bei ungefähr minus 300.000 Kontrakten. Danach gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. 2016 waren wir ungefähr auf diesem Niveau wie aktuell. Danach gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. 2015 waren wir ungefähr auf diesem Niveau. Danach gab es eine Aufwärtsbewegung. Also die COT-Daten sind meiner Meinung nach ganz klar bullig zu interpretieren. Sentiment ist neutral. Da sehen wir, dass wir hier ungefähr in der Mitte sind. Würde nicht dagegen sprechen, sich auf die Long- oder auf die Short-Seite zu stellen. Und jetzt kommen wir eben zur Saisonalität. Und da beginnt jetzt eben eine sehr starke saisonale Phase. Ja, die beginnt jetzt hier im Februar und zieht sich bis in den September hinein. Heißt also, neben den für mich sehr bullischen COT-Daten sind jetzt auch die saisonalen Muster da. Die Saisonalität ist jetzt extrem stark. Wir kommen dann auch in den stärksten Monat des Jahres, den April. Und also natürlich dauert es jetzt noch ein bisschen, aber da sind wir dann auch bald. Die Zeit vergeht schnell. Da kommen dann sehr starke Monate ineinander. Der April ist der stärkste, der Mai der zweitstärkste Monat des Jahres. Also das sieht von der Saisonalität her durchaus bullig aus. Und aus diesem Grund werde ich hier sehr wahrscheinlich in Kürze, vielleicht heute oder morgen sogar auch schon, eine Discount-Call-Position auf WTI-Rohöl eröffnen und darauf spekulieren, dass wir hier eine gewisse Gegenbewegung sehen könnten. Aber mir ist es trotzdem wichtig, einen gewissen Puffer einzubauen, denn wir haben ja gesehen, der WTI-Rohölpreis kommt nicht so richtig von der Stelle, sondern läuft jetzt auch schon so ein bisschen wieder zurück. Also werde ich mit einem Discount-Call-Optionsschein mal schauen, welche Möglichkeiten es da aktuell gibt, welches Produkt sich denn dort anbieten könnte. Wir können es ansonsten auch gerne gerade mal zusammen machen, zusammen mal reinschauen, welche Produkte da denn angeboten werden. Ich gehe gerade mal und schaue auf einer Webseite, ob ein Produkt dort verfügbar ist auf WTI-Rohöl. Eine Sekunde. So, das könnte dann zumindest eine Möglichkeit sein. So. Also, ich habe gerade mal geschaut. Hier gibt es zum Beispiel Produkte von Fontobel, Discount-Optionsscheine, das sind Discount-Calls mit der Laufzeit 16.05.2024. Jetzt ist es da, warum ich das mal aufzeigen wollte. Wichtig, dass man schon jetzt beachtet, hier vorne links steht's. Die Basis ist der Juni 2024 Future, also nicht der Future, den ihr aktuell seht, sondern der Juni 2024 Future. Das ist hier entsprechend die Referenz. Und wir hätten jetzt hier einen Basispreis bei 55 und einen Cap bei 65 US-Dollar. Das würde ja bedeuten, sollten wir am Ende der Laufzeit am 16.05. beim Juni Future über 65 notieren, dann gibt es eine Auszahlung, Achtung, von einem US-Dollar. Wie kommt man da drauf? 65 minus 55 sind 10 US-Dollar Differenz. Mal der Bezugsverhältnis von 0,1 kommt man also auf einen Betrag von einem US-Dollar. Das wird dann natürlich noch dividiert durch den Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Und dann muss man eben mal schauen, was da die aktuelle Seitwärtsrendite wäre. Ich rufe das gerade mal hier auf und gucke mal, welche Möglichkeit es da gerade geben würde, mit diesem Produkt eine Rendite zu erzielen. Eine Sekunde. So, ich habe es jetzt gerade mal hier aufgerufen. Da sieht man, die Rendite ist natürlich jetzt überschaubar. Wir haben hier eine Maximalrendite von 11,3% oder aufs Jahr hochgerechnet 19%. Also das wäre mir tatsächlich da etwas zu wenig. Aber ich schaue gerade noch mal, ob es dann vielleicht von einem anderen Emittenten noch ein entsprechendes Produkt gibt. Eine Sekunde. Ich gehe gerade mal auf die Seite der DZ Bank, gucke mal nach. Rohstoff, so WTI. Haben wir hier entsprechend Discount Calls. So. Ja, da wäre zumindest die Laufzeit länger. Das gefällt mir schon mal ganz gut, dass es da auch eine längere Laufzeit gibt, weil wir haben ja gesehen,
von der Saisonalität her haben wir gesehen, bis in den September hinein ist potenziell von steigenden Kursen auszugehen, ja, bei WTO Rohöl. Deswegen hat mir eben die Laufzeit auch nicht so gut gefallen mit Mai, weil vielleicht beginnt ja auch diese starke Phase erst im Mai, ja. Und dann ist man irgendwann unter Zugzwang und muss dann irgendwas machen, weil die Laufzeit langsam endet. Deswegen wäre jetzt hier die Laufzeit November 24 wäre für mich schon interessanter. Allerdings muss man jetzt wiederum schauen, welche Caps dort angeboten werden. Also wir haben jetzt hier 60 auf 70 US-Dollar. Da wäre der Cap also bei 70 und wir könnten eine Rendite PA von 54% erzielen. Ja, und hier sehen wir es nämlich jetzt auch mal wieder. Das ist nämlich wichtig, immer wieder zu betonen. Hier ist dann eben der Dezember 2024 Future, die Referenz. Ja. Also nicht der, wie eben gesehen, der Juni-Future, nicht der aktuelle Future, sondern der der Dezember 2024 Future. Also da können wir jetzt aber gerade mal zusammen schauen, wo dieser denn momentan notiert. Und dann guckt man einfach mal, ob es sinnvoll sein könnte, ein solches Produkt hier zu kaufen. Also der aktuelle Future, was haben wir eben gesagt, wo der notiert? Der aktuelle Future. So, also ich zeige es gerade nochmal auf. Der aktuelle Future notiert bei 72,87. Jetzt können wir mal gucken. Der Dezember 24 Future notiert bei 70,69, also niedriger als der aktuelle Future. Und dementsprechend ja, hätten wir jetzt hier einen Basispreis bei 60, einen Cap bei 70, wäre mir jetzt tatsächlich schon fast etwas zu spekulativ. Die Laufzeit gefällt mir gut. Ist jetzt natürlich sehr nah am Geld. Also da ist jetzt nicht viel Platz dann sozusagen, wenn der Markt dann, normalerweise mag ich es ja, die Produkte so im Geld zu wählen, dass der Markt auch etwas deutlicher gegen mich laufen könnte und ich würde trotzdem noch die maximale Rendite erzielen. Auf der anderen Seite, wenn ich zu weit weggehe, dann ist auch die Rendite zu klein. Also von der Rendite passt das eigentlich mit den 54%. Also es könnte gut sein, dass das das Produkt wird, welches ich dann kaufen werde. Zumindest haben wir kein Knockout-Produkt. Heißt also, auch wenn der Markt gegen uns zunächst einmal laufen sollte, haben wir trotzdem den Vorteil, dass wir hier nicht ausnocken können. Und ja, so um die 70 haben wir natürlich eine deutliche Unterstützungszone. Also das könnte das Produkt sein. Aber ich schaue mal, vielleicht habe ich auch jetzt einen Emittenten übersehen, der da auch noch entsprechende Produkte anbietet, dann kann das auch sein, dass ich da diesen wähle, um eben diese Position dann eröffnen zu können. Das schon mal vorweg zur Information, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass dort in Kürze eine entsprechende Position dann von mir aufgebaut wird, aufgrund, wie ich eben gezeigt habe, der verschiedenen Vorfilter und aufgrund der Tatsache, dass wir da an ein wichtiges Unterstützungsniveau herangelaufen sind. So, ich habe gerade noch kurz bei einem Emittenten geschaut. Die haben leider da keine Produkte. Von daher kann man das schon mal entsprechend ausklammern. So, dann als nächstes kam die Frage zu Palladium. Habe ich schon fast drauf gewartet. Palladium, Platin, unglaublich. Kommen ja nicht vom Fleck. Zuletzt gab es nochmal diese deutliche Gegenbewegung. Wir haben das hier aber mal gesehen, was ich eben schon gesagt habe, bei Kakao zum Beispiel, sehen wir dann bei Palladium, es gab ruckartig und schlagartig auf einmal diese deutliche Aufwärtsbewegung. Da sind wir ja von ungefähr 960 auf 1250 angestiegen. Ja? Das ging ja sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen. Das waren ja vor allem diese zwei Tage hier, wo der Palladiumpreis ordentlich nach oben weggesaust ist. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich genau hier oben dann die Frage bekommen habe, soll ich jetzt noch einsteigen in Palladium auf der Long-Seite? Und da sagte ich eben, ich würde jetzt persönlich da nicht mehr einsteigen, denn es kann hier auch schnell wieder einen Abverkauf geben, gerade nachdem es so schnell jetzt nach oben weggesprungen ist. Jetzt haben wir das gesehen. Der Palladiumpreis kam jetzt hier wiederum deutlich unter Druck. Für mich ist aber die Long-Seite weiterhin interessant. Warum? Wir sind hier an diesem Unterstützungsniveau ungefähr zwischen 900 bis 940 US-Dollar. Da läuft der Markt zumindest jetzt etwas seitwärts. Und aufgrund der verschiedenen Vorfilter, der Saisonalität und der COT-Daten bin ich weiterhin bullig für den Palladiumpreis, auch wenn man es vielleicht nicht mehr hören kann. Palladium kam ja auch zuletzt deutlich unter Druck, ist einer der Werte, die überhaupt nicht anliefen. Deswegen ist das Depot ja auch aktuell im Minus.
aber die COT-Daten werte ich als extrem bullig. Guckt euch mal hier die Historie an, seit 1997 oder sogar 1996. Das ist die größte Netto-Long-Positionierung, die die Commercials hier haben oder hatten in dieser Historie seit 1996. Also das ist ein extrem bullisches Zeichen. Und wir sind weiterhin hier in dieser eigentlich starken saisonalen Phase, die sich bis in den April zieht. Vor allem Januar, Februar eigentlich die stärksten Monate des Jahres. Ja, haben wir zumindest bisher beim Palladiumpreis gar nichts von gesehen. Also muss man mal abwarten. Es sieht aber zumindest von diesen beiden Daten sehr positiv aus. Plus jetzt haben wir zumindest mal den Vorteil, dass wir hier in diese Unterstützungszone ja, uns mal einigermaßen fangen, dass der Markt jetzt hier nicht noch weiter nach unten wegläuft. Und auch hier könnte es interessant sein, eine Discount-Call-Position aufzubauen, wenn es denn entsprechende Produkte gibt. Ich schaue gerade mal zusammen mit euch hier rein, ob wir da schon entsprechende Discount-Calls bei Vontobel finden. Und deswegen geben wir das einfach mal ein. Palladium, Discount-Call. So, Laufzeit, gerne entweder Juni oder aber Dezember oder September. Ich muss mal gerade gucken, eine Sekunde. So, Palladium Saisonalität, gucken wir uns nochmal zusammen an. Ja, Juni oder September wären schon mal ganz gut. Und den Cap gerne bei 900. Da können, ah, warte mal, 800 gibt es vielleicht auch. Das wäre natürlich super. Gucken wir mal, was es hier gibt. Wir haben eben gesagt, bei ungefähr knapp über 900 haben wir eine Unterstützungszone. Und hier hätten wir ein Palladium Discount Call mit einem Basispreis bei 700, einem Cap bei 900, Laufzeit September. So. Dieses Produkt möchte ich mir mal kurz genauer anschauen. Falls da Fragen sein sollten zu den Produkten, gerne Bescheid sagen. In diesem Falle müssen wir natürlich immer darauf achten, gerade wenn wir Werte dann in US-Dollar, also der Basiswert in US-Dollar notiert, dass wir natürlich auch einen Einfluss vom Euro gegenüber dem US-Dollar haben, ja, damit das nur nochmal klar ist. Also hier bei diesem Produkt hätten wir momentan eine Maximalrendite von 18,66% oder eben PA 29,1%. Also das ist eine, ja, ist jetzt keine überragende Seitwärtsrendite, aber das ist nicht uninteressant, wenn man eben sieht, dass der Palladiumpreis aktuell an dieser Unterstützungszone hängt. Deswegen kann es gut sein, dass ich da auch nochmal eine entsprechende Long-Position mittels diesen Discount-Call-Positionen hier aufbaue. Das wäre zumindest ein Produkt, welches interessant sein könnte. Das ist die VM6PEB und das wäre ja dann auch ein Produkt, welches bei Finanzen Net Zero entsprechend ohne Transaktionsgebühren ab einem bestimmten Volumen handelbar ist. So. Ich muss mal ganz kurz schauen, hier kamen teilweise sehr lange Fragen, da muss ich mal ganz kurz drüber schauen, eine Sekunde. So, Palladium haben wir besprochen. Ah, genau, dann kam direkt die Frage auch noch zu Platin. Da können wir natürlich dann als nächstes noch drüber sprechen. Kam ja jetzt auch zuletzt dann wieder unter Druck. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich da auch noch in einer starken saisonalen Phase. Auch hier jetzt die Long-Seite meiner Meinung nach wieder sehr interessant, denn wir haben hier um 900 US-Dollar eine sehr starke Unterstützungszone. Die zieht sich so bis in den Bereich um 850. Also auch da könnte es gut sein, dass eine entsprechende Discount-Call-Position aufgebaut wird. Und wenn wir uns das mal anschauen von den COT-Daten, ist das jetzt nicht so bullig, wie wir eben gesehen haben bei Palladium. Aber ja, wir sind zumindest nur noch leicht
mit einer leicht Netto-Short-Positionierung unterwegs, also nicht wir, sondern die Commercials. Also das ist schon leicht bullig zu interpretieren. Sentiment ist leicht negativ, aber das sind wir in keinem extremen Bereich. Eher als neutral zu beziffern, aber wir sind eben auch hier in einer sehr starken saisonalen Phase, Januar und Februar, eigentlich die beiden stärksten Monate des Jahres, hat bisher nicht gefruchtet, aber mit einem Discount-Call-Option-Schein könnte es durchaus interessant sein. Haben wir uns ja eben angeschaut, wie man das Ganze auch raussuchen kann und dann kann es eben auch sein, dass hier nochmal eine Discount-Call-Position aufgebaut wird auf den Palladium-Preis. Ja, wie siehst du im Fall von WTI den Einfluss des Nahostkonflikts auf den Preis? Also klar, das ist natürlich ein nächster Punkt. Wenn sich dieser Konflikt noch weiter ausbreitet und wenn der noch mehr eskaliert, also es eh schon eskaliert ist, dann kann das natürlich einen sehr schnellen und starken Einfluss auf den Rohölpreis haben. Ja, also eher, dass der Preis dann natürlich zur Stärke neigen könnte in einem solchen Szenario. Ja, hier kam jetzt eben die Frage, bei Musterdepot, da fällt auf, dass Positionen teilweise gehalten werden, entweder bis zum Knockout oder eben bis zum wertlosen Verfall. Das hatte ich ja schon einige Male erklärt. Es ist ja hier quasi für mich kein Marketingdepot. Ja. Man muss es so nennen, weil ich weiß, wie einige da vorgehen. Also natürlich gibt es auch Strategien, dass man sagt, alles, was direkt im Minus ist, das wird sofort, fliegt sofort raus, weil die Position nicht aufgegangen ist. Aber was ich eben schon gesagt habe, das Timing ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, jeder, der schon länger im Markt unterwegs ist, gerade bei Swing Trades, der weiß ja, wie oft man zunächst einmal mit seinen Trades im Minus liegt und dann irgendwann mit der Zeit entwickeln sich die Trades trotzdem positiv. Das hat man bei Aktien zum Beispiel ja auch. Aktien laufen oftmals erstmal gegen einen, aber über die nächsten, in diesem Falle natürlich Jahre, entwickelt sich die Position dann auch entsprechend positiv. Und da macht man es ja nicht so, dass man sagt, oh, nach 1% Minus verkaufe ich die Aktie, es sei denn, man ist da sehr aktiv unterwegs, aber in der Regel ja nicht, sondern man sagt dann, ach super, jetzt ist sie gefallen, jetzt kaufe ich nochmal nach und drücke meinen Durchschnittskurs und so weiter. Und so ähnlich ist es eben meiner Meinung nach auch im Swing Trading, zumindest mache ich das so im Trading, ja. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Was mir nur auffällt, diejenigen, die immer wieder sagen, man muss diese Verluste kappen und man darf keine Verluste entstehen lassen und die Gewinne laufen lassen, das sind alles so Sprüche, das hört sich alles wunderbar an und ganz, ganz toll. Interessanterweise kenne ich zumindest kaum ein Depot von den Leuten, die erstens charttechnisch nur unterwegs sind und dann eben das alles immer wieder erzählen, wie einfach es doch ist. Man muss doch nur die Verluste schnell rausnehmen und die Gewinne laufen lassen. Wundert mich immer, warum die Depots alle massiv im Minus sind und die nicht von der Stelle kommen und es nicht mal schaffen, den Markt zu schlagen oder ein Depot nach dem anderen gegen die Wand gefahren wird. Oftmals ist es eben auch ein Marketing-Ding. Ja? Denn mir ist natürlich eins auch klar und das sieht man ja auch. Es sieht ja nicht gerade ansprechend aus, wenn alle Positionen oder der Großteil der Positionen im Minus liegt. Aber das ist zumal zumindest in meinem Trading ist das sehr häufig so, dass meine Positionen, auch wenn sie minus sind, lasse ich sie liegen und oftmals dreht der Markt dann doch wieder in meine Richtung und die Positionen können im Plus verkauft werden. Jetzt kann ich auf der anderen Seite ja sagen, okay, pass auf, ich zeige ja meine Performance sowieso nicht, also fliegen alle Minuspositionen immer schnell wieder raus und alles, was im Plus ist, lasse ich laufen. Dann kann ich jedem neuen Kunden, der meinen Trading-Service sich mal anschauen möchte, kann ich zeigen, guck mal, wie toll mein Depot aussieht, das ist alles wunderbar grün. Aber wenn 90% der Positionen immer bei minus 10, minus 20, minus 30% rausfliegen und ich mit den anderen Positiven es nicht schaffe, den Verlust auszugleichen, dann bringt es mir eben nichts, dass das alles nur schön aussieht. Aber ich weiß natürlich, dass das nach außen hin erstmal eine ganz andere Wirkung hat, als wenn Positionen da deutlicher Minus sind. Aber das heißt auch nicht, dass man es nicht machen kann. Man kann das natürlich machen, gar keine Frage. Ich regel das von vornherein durch den Einsatz. Denn nehmen wir mal an, ich möchte 5.000 Euro maximal verlieren in einem Schein. Dann kann ich ja sagen, okay, ich setze 10.000 Euro ein, setze einen Stop bei 50%, verliere ich 5.000 Euro. Oder ich investiere von vornherein diese 5.000 Euro und wenn der Markt dann gegen mich läuft, das Produkt ausnockt, dann habe ich auch 5.000 Euro verloren. Aber ich habe dem Markt etwas mehr Spielraum gegeben, sich zu entwickeln. Und ich weiß, ein Knockout oder ein wertloser Verfall, das wird immer so
sehr schlecht angesehen, als ob es jetzt dramatisch wäre, dass das passiert. Ich sage es ja immer wieder, im Boxen ist ein Knockout natürlich auch dramatisch, aber bei Produkten nicht, wenn man eben den Einsatz vorher richtig auch berechnet hat und richtig regelt und nicht überproportional da in diesem Markt investiert ist, in diesem einen WKN. Also das muss man immer beachten natürlich bei solchen Sachen. Ja, Thomas schreibt, kann man bei Finanzen Zero die Produkte handeln, die als Training-Idee veröffentlicht werden? Also wie gesagt, das ist natürlich wahrscheinlich nicht immer alles, aber den Großteil der Produkte kann man ja dort dann entsprechend handeln. Ich habe ja eben den Link eingestellt, kann ich gerne nochmal machen. Die Kontoöffnung geht ja mittlerweile unfassbar schnell, das ist ja ein Riesenvorteil. Wenn man das Ganze dann über das Smartphone macht, kann man direkt auch die Verifizierung machen und man kann sehr viel Geld sparen. Und hier sieht man ja aktuell die Partner Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, Deutschland, von Tobel und HVB. Also da hat man dann natürlich schon sehr viel abgedeckt und kann dann natürlich mit einem gewissen Volumen, das ist ja auch gering, kann man sehr viel Geld sparen. Also hier sind jetzt nochmal die Positionen aufgeführt, weil gerade nochmal die Frage gekommen ist, auch zu den Discount-Optionen schon auf Palladium, die ja auch weiterhin laufen. Aber da werde ich natürlich schauen, wie sich das in der nächsten Zeit hier weiterentwickelt. Ja, klar, gerne. So, Lisa schreibt, kannst du bitte auch noch was zu Kupfer sagen? Klar, passt ja jetzt thematisch sehr, sehr gut. Wir haben ja gerade über Palladium und über Platin gesprochen. Dann können wir natürlich uns als nächstes noch den Kupferpreis zusammen angucken. Gehen wir vielleicht erstmal das Ganze von der charttechnischen Seite an, gucken uns mal hier gemeinsam den Chart an und sehen auch hier bei Kupfer zuletzt diese deutliche Abwärtsbewegungen, kommen jetzt aber auch hier in ein interessantes Unterstützungsniveau. Das zieht sich natürlich deutlich von ungefähr 3,55 bis 3,70 haben wir dieses Unterstützungsniveau und ich glaube, soweit ich weiß, bei Kupfer gibt es auch demnächst entsprechende Discount-Call-Optionsscheine. Also es könnte durchaus interessant sein, jetzt langsam in dieser Region, zumindest aus charttechnischer Sicht, eine Long-Position aufzubauen, denn wir haben hier ein deutliches Unterstützungsniveau. Jetzt gehen wir aber auch hier nochmal zusammen in die verschiedenen Vorfilter rein und gucken mal, ob es denn hier eine interessante Long-Chance gibt. Und fangen wir also an und machen mal kurz einen Überblick. Ja, also Saisonalität ganz klar bullig. Vor allem jetzt hier der Februar, extrem starker Monat. Bis in den April hinein soll der Kupferpreis tendenziell ansteigen. Sentiment ist aktuell als neutral zu beziffern, gibt es momentan nichts zu sagen. Und von den COT-Daten würde ich das als leicht bullig interpretieren. Also das könnte ein interessanter Long-Kandidat tatsächlich sein. Würde ich aber sehr wahrscheinlich dann auch wiederum mit einem entsprechenden Discount-Call-Optionsschein umsetzen. Wie gesagt, werden da auch entsprechende Produkte demnächst, soweit ich das weiß, aufgelegt. Und dann kann man das Ganze entweder so umsetzen oder natürlich mit Knockouts. Wenn man mit Knockouts unterwegs ist, dann würde ich den Hebel relativ klein wählen. Ansonsten wäre mir das zu riskant. So, dann kam gerade von Thomas die Frage, ob wir direkt auch noch Gold machen können. Ja, können wir. Bei Gold, zumindest von den COT-Daten her, ist das momentan eher als neutral zu beziffern. Sentiment ebenfalls als neutral zu beziffern. Und auch aus saisonaler Sicht bis in den Juni hinein haben wir keine klare Tendenz. Das ist hier eine Seitwärtsphase. Und wie ich eben schon gesagt habe, bedeutet das, es gibt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen momentan bei Gold. Also da würde ich mich ja zunächst zurückhalten jetzt. Zumindest von den Vorfiltern gibt es da keine klare Tendenz für eine der beiden Richtungen. Also würde ich, wenn ich jetzt Long-Position laufen habe, da die Stops eng nachziehen. Ansonsten aber jetzt keine neuen Positionen, zumindest aufgrund der Vorfilter hier eröffnen. So, dann kam die Frage rein, ob ich nochmal eben meinen Link zum YouTube-Kanal posten kann. Klar, habe ich jetzt hiermit auch gerade nachgeholt nochmal, ist auch nochmal drin. Also wie gesagt, kommt gerne dazu. In Kürze startet dann dort das entsprechende Anlagezertifikate-Depot. Und ich sehe, wir haben quasi eine Punktlandung hingelegt. Wir haben sehr viele Märkte besprochen. Alle Märkte vor allem, wo aktuell hier Positionen laufen. DAX, Dow Jones, Kakao, dann haben wir Palladium, Platin besprochen. Den Goldpreis haben wir besprochen. Okay, Eva fragt gerade noch, ob wir dann jetzt auch noch das Ganze
komplettieren können mit Silber. Das mache ich natürlich auch noch gerne. Und dann sind wir für heute auch durch. Und vielleicht schon die kleine Bitte an euch von meiner Seite. Ihr müsstet, wenn ihr gleich das Webinar beendet, müsstet eine ganz kurze Umfrage kommen. Ist, glaube ich, nur eine Frage, wie euch das Webinar gefallen hat. Wäre super, wenn ihr da nachher kurz abstimmen könntet. Denn dann wissen wir immer, also wir, damit meine ich Finanzenet und ich und mich, ob eben das Webinar weiterhin gut ankommt, ob wir was anpassen müssen oder ob man es gar nicht mehr machen sollte, wenn es nicht gut ankommt. Aber ich muss sagen, auch vielen, vielen Dank an euch mal. Das ist unglaublich. Die Noten sind immer, ich glaube, zwischen 1,2 und 1,6 oder so. Also unglaublich. Immer vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, was ich darüber natürlich auch immer erhalte. Und dann weiß ich auch, dass es Sinn macht, hier entsprechend das Ganze weiterzumachen. Also, Silber-Sentiment als neutral zu beziffern, macht keinen Sinn, weder Long noch Short. COT-Daten neutral zu beziffern, auch kein Long- und kein Short-Kandidat. Saisonalität zeigt noch aufwärts, ganz klar, bis in April hinein. Aber da wäre ich zumindest jetzt vorsichtig. Aufgrund der anderen Vorfilter wäre das jetzt für mich kein neuer Kauf aktuell auf diesem Niveau, weil jetzt nur auf der Saisonalität das aufzubauen, den Trade, wäre mir jetzt zu wenig, vor allem vor dem Hintergrund auch, dass noch sehr viele andere Positionen laufen auf Platin und auf Palladium, jetzt noch ein weiteres Edelmetall hier reinzunehmen, wo dann nur die Saisonalität positiv aussieht, wäre mir aktuell das Risiko zu hoch. Da gibt es andere Märkte, die deutlich interessanter sind, beispielsweise auch Baumwolle. Das sei noch dazu gesagt, Baumwolle wollte ich schon eine Long-Position aufbauen. Allerdings hat es dann etwas gedauert seitens des Emittenten, bis ein Discount-Call-Optionsschein aufgelegt wurde. Und genau in der Zeit, und das war in den letzten Wochen, ist der Baumwollpreis deutlich nach oben angezogen. Deswegen warte ich da momentan auf eine gewisse Gegenbewegung. Und wenn die kommt, dann wird da eine entsprechende Long-Position aufgebaut. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich möchte mich noch bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Webinar gefallen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend und freue mich auch darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Das ist ohnehin das Allerwichtigste. Trades hin oder her. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.